Das Spiel ist ab 6 Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch doch lieber ein anderes Spiel an. Ja. Er muss dann nochmal aufs Klo. Was die macht? Teile hat er immer noch nicht geplündert, oder? Was geht ab? Hat er die Teile geplündert? Nee. Ist er noch mit der... Nix, Kuchen, Essen, Teile plündern, komm. Spielen, ha, komm. Man hat er, glaube ich, schon geplündert. Hat er? Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Blinky lenkt mich gerade ab. Oh. Kann Blinky leiser machen? Nee. So ein Schalldämpfer für Katzen? Nee. Komm. Bring direkt raus. Schalldämpfer hier wird nicht. Da kann er was essen und auf Toilette müsst ihr ja dann auch nochmal irgendwann. Wann kommt sie denn endlich wieder? Eine Stunde noch, ne? Halbe Stunde. Mhm. Pünktlich zum Essen. Streune Oscar. Der pennt vor der Tür. Ist Blinky in Oscar verliebt? Ist Blinky nicht männlich? Nee, Blinky ist weiblich. Okay. Dann wahrscheinlich schon. Blinky ist im Klo. Auf dem Pott. Gott, hast du das gehört? Ja. Wir lassen das jetzt einfach mal. Ignorieren das. Oh, der ist aber schnell beim Essen hier. Da war Kuchen, das geht schnell rein. So, dann gehen wir direkt aufs Klo. Ah, wir haben auch schon wieder schön Geld gespart. Lizzie hat heute 208 Simoleons verdient. Außerdem hat sie eine großartige Arbeit geleistet. Lizzie hat einen Urlaubstag verdient. Wow! Also hat sie morgen frei? Sehe ich das jetzt richtig? Ja. Nein. Ideale Stimmung inspiriert. Level 4 haben wir schon erreicht. Aber sowas von. Wir müssen wieder ein Gemälde malen, so wie jeden Tag. Sie ist konzentriert, dann können wir sicher ein konzentriertes Bild malen. Ja, dann machen wir das doch schnell. Wir mathematisches Diagramm. Ja, das malen wir. Das wollten wir letztes Mal malen und haben es nicht hingekriegt. Haben wir das nicht gemalt und es ist total schlecht angekommen oder irgendwie sowas? Nee, das haben wir nicht geschafft. Okay. Oder? Oh. Ich meine, das hat man auch schon mal gemacht, aber ist egal. Ja. Sie fängt... Oh, hat die Logikfähigkeit erworben. Dank der neuen Logikfähigkeit von Lizzie kann sie jetzt Karten spielen. Wow. Oh. Schach spielen und wissenschaftliche Instrumente benutzen. Mit steigenden Fähigkeiten erhöht sie zudem die Chancen, Spiele zu gewinnen. Außerdem werden neue Interaktionen am Mikroskop und Observatorium freigeschaltet. Am Mikroskop. Mhm. Mikroskop? Können wir Mikroskop? Nee. Wir haben uns auch noch gar nicht auf der Welt umgeguckt. Wenn wir da so ein bisschen integriert sind, müssen wir uns auch mal umgucken gehen. Worin integriert? Wir haben nicht mal Freunde. Nee, aber bis wir da so ordentlich Verdienst angehäuft haben und Ja. Ja. Das ist wohl wahr. Und bis Lissi Chef vom Laden ist. Oh, jetzt ist sie angespannt. Nicht gut. Pass auf, sie muss sich aufs Klo. Nee, sie braucht Vergnügen, weil Spaß niedrig. Okay. Spiel mit der Katze, das ging letztes Mal doch schnell bei ihm. Laserpointer. Wo ist sie? Kat. Ach, da. Blinky. Blinky ist unterm Tisch. Beruhigend streicheln. Jetzt ist sie wieder konzentriert. Ach komm, war wegen dem Buch, ne? Aber es macht ihr Spaß. Ja, in Büchern zu blättern, nicht sie zu lesen. Sie blättert in Büchern. Hat sie das nicht wieder zugemacht? Ja, aber hier steht ja, in Büchern blättern. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Jetzt blättert sie und redet gleichzeitig mit dem... Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt macht. Jetzt legt sie es weg. Hat sie das Bild fertig gemalt? Jetzt geht sie schlafen. Nein. Ach nee. Oh, wie kann also, die schlafen mit dem R im Hintergrund? Ja, sie hat aber kaum noch Energie. Passt schon. So, und er ist jetzt hier... Total glücklich. Was macht er? Er
provoziert in Foren. Ach, nein, das macht er gerne. Er trollt schon wieder. Das wollen wir nicht. Er trollt schon wieder. Ja, er ist voll Troll, ne? Oh, ja. Blinky ist unser Feind. Komm, wir kochen mal für die Katze. Fleischknochen. Der pennt schon wieder. Ja, der ist auch müde. Guck mal. So. Blinky. Oh, so, machen wir mal schnell Vorlauf. Blinky pennt. Ne, Blink, guck mal, Blinky quetscht da hinten eins ins Ohr. Ja, das kann sie gut. Und da freut sich Blinky. Special Essen für the Cat. Gut, gut, gut. Dann soll er auch mal was essen, dann kann er auch schlafen gehen. Ja, er kann auch mal ein Stück Kuchen essen. Das ist gut für die Figur. Auf jeden Fall. Nee, er sortiert erstmal das Verdorbene aus. Und dann kann er was essen. Ach so, das... Ach. Ja, das verdorbene Essen muss er wegspülen. Aber guck mal, Blinky sieht man, dass das weniger wird. Mhm. Ist mir noch nicht aufgefallen. Also jetzt das Leckerchen, nicht ja, Blinky. Ja. Nicht Blinky. Blinky wächst proportional dazu. Nein, Blinky behält auch ihre Figur. Ja. Kann man eigentlich auch Teile einkaufen? Was meinst du mit Teile einkaufen? Ja, so Tuning-Teile und sowas. Nee, ich meine, die kann man nur finden. Ich wüsste nicht, wo du die kaufen kannst. Hm, war nur eine Idee. Vielleicht... Welten näher, aber komm, wir lassen es jetzt erstmal. Vielleicht gibt es irgendwo einen Shop oder sowas. Das weißt du was, dass ich Blinky nicht vermisst habe, als sie weg war? Ja, Blinky kann auch anstrengend sein. Geh mir voll auf den Zeiger. Was läuft denn da jetzt wieder fern? Ach nee, das Radio. So. Er ist satt. Räum mal auf. So. Hat er überhaupt schon? Ja, doch, zu Ende gegessen hat er eigentlich. Jetzt hat er zu Ende gegessen. So, weg damit. Oh, Blinky. Räum weg. Dann machst du das Ding mal aus, so. So. Achso, es geht direkt aus, okay. Ja, das geht direkt. Das war doch, glaube ich, immer so. Er kann auch nur sitzen. Was ist hinter der Energie? Guck mal. Bitte? Ja, der Akku leer hier. Achso. Also müde. Ja, lass ihn schlafen. Niedriger. Ich bin gerade erschöpft in 3 Stunden. Ich bin gerade überlegen, wenn wir jetzt ein Kind mit ihr machen, gibt es bei den Sims was wie Elternzeit oder ist sie nach ein paar Tagen durch? Ich habe keine Ahnung. Ich meine ja nur, ne? Achso, ja. Du meinst, ob sie da nicht zur Arbeit gehen will? Ja, nicht kann, also nicht gehen kann. Oh, ich glaube, so genau nehmen die es nicht. Komm, wecken wir sie doch mal auf. Dann möchte sie mehr zu tun hat zu Hause. Genau. Und das Kinderzimmer soll bespielt ja, werden. Ja, wir haben ja ein Kinderzimmer. Es kann ja auch langsamer gefüllt werden. Jetzt hör auf zu quatschen. Du sollst sie wecken, nicht tot. Sie ist immer noch konzentriert. Sie ist verspielt. Ah, er ist nicht so ganz auf der Höhe. Da unten Baby machen. Ja, mit wem wohl? Sonst haben wir ja keinen. Nicht mit der Katze. Da passt der Nase. Wollte ich nur darauf hinweisen. Die sind einverstanden, hast du gesehen? Ja. Guck mal, er ist total motiviert. Oh nein. Husch, husch ins Bettchen. Husch, husch. Und danach mal Shia. Haben wir jetzt direkt ein Baby? Nein, das dauert doch ein paar Tage. Doch, nee, direkt nicht, aber das ist direkt unterwegs. Und Blinky kommt mit dabei. Guck mal, Blinky setzt sich dazu. Oh nein. Blinky klagt dir leid. Oh Gott. Ja, schön.
Quatsch! Was war das denn? Ja. So, soll sie nochmal schlafen? Nee. Mhm. Oh, doch, die kann eigentlich schon mal schlafen. Komm, sie schläft nochmal. Ich nachher beanspruchen? Ja, ist egal. Dann wird er wahrscheinlich aus dem Bett geschmissen. Und muss auf dem Sofa pennen. Ja, wahrscheinlich. Kannst du dir schon Befehl geben, dass du vielleicht essen geht? Ja, sie fühlt sich auch gerade nicht so besonders. Was essen wir denn Leckeres zum Frühstück? Den Erdbeerkuchen. Buntbarsch. Den Erdbeerkuchen zum Frühstück? Ja. Oh, nein. Ja. Ja, komm, mach. Lecker Kuchen. Morgens um 4 Uhr. Das Bild muss ich noch zu Ende malen. Oh ja. Ah, guck mal, ja, gleich machen. Jetzt ist sie glücklich. Boah, die braucht ja ewig für so ein Stück Kuchen, ey. Da war er schneller. Ja, aber sonst, sie ist immer noch nicht satt. Achso, nee. Öffnen. Ah, den Buntbarsch. Lecker Buntbarsch, so. So, Kuchen und Fisch am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Guck mal, Blinky ist schon neidisch. Das ist ja gleich allein schon wegen Kuchen schlecht. Und dem Fisch. Ah, da muss ich ja direkt mal auf Klo. Schwangerschaftstest machen, interessant. Ja, komm, machen wir auch mal. Das ist aber, das wusste ich auch noch nicht, dass das geht. Das wusste ich auch nicht. So, jetzt sind wir mal gespannt. Ah, guck, sie möchte auch malen. Sie sieht schon schwanger aus, guck mal. Die hat doch voll einen dicken Bauch. Für zwei Essen. Da guckst du halt an, was die für einen Bauch bekommen hat. Die muss doch schwanger sein. Ja, steht ja auch. Herzlichen Glückwunsch. Essen für zwei. Lissy erwartet ein Kind. So, hier, kein Kind. Ich mal weiter. Tschüss. Ja, ist voll die Workaholic-Familie, ne? Also, hat der... Wieso ist das? Die halten sich gleichzeitig. Das ist doch nass. Da hat die Katze hingemacht? Ja, sie wird ja wohl hoffentlich jetzt kein Fruchtwasser so verloren haben. Ach, nein. Die hat doch... Oh, was ist das jetzt? Die Katze krank? Die hat doch dahin gebrochen. Guck mal. Was ist denn mit Blinky los? Oh, nein. Nicht schon wieder. Was ist... Ach, nee. Das kommt jetzt aber ungünstig. Ja, besonders, wir haben keine Wanne, ne? Ja, das ging doch auch nicht. Wir haben das doch versucht mit einer Wanne. Ja, haben wir das versucht? Also bei dem Hund geht das, das weiß ich. Vielleicht muss man sie bürsten. Zur Tierklinik bringen. Ja, ich weiß. Wir warten aber erstmal ab, bis sie zur Arbeit ist. Ist sie jetzt fertig? Oh, nee. Verkauf das Teil. Sie muss noch eins malen. Es hat nicht gereicht. Oh, oh. Was? Oh, oh. Das wird aber knapp dann. So, dann mal direkt noch mittelgroßes. Blinky ist krank und wollte vielleicht zum Tierarzt. Und sollte vielleicht zum Tierarzt. Und wollte. Aber nur, wenn es keine Umstände macht. Ja, wenn du schon fragst, was los ist. Nee, also wir lassen sie jetzt mal zumindest die Aufgabe erledigen. Ja, damit wir weiterkommen im Job. Genau. Hat sie schon geschafft, wunderbar. So, jetzt guck mal, wir lassen sie noch so lange malen, bis sie zur Arbeit muss, oder? Nee, lass mal nicht. Denn die Gute muss duschen und auf Klo. Erstmal aufs Klo. Dann geht sie schnell duschen. Wenn sie das überhaupt noch schafft. Weil, ja, sie muss zur Arbeit. Was? Nein. Standlich, sie muss zur Arbeit. Was? 9 Uhr. Sie stand gerade. Die verliert doch die ganze Zeit Wasser hier. Nee, das ist die Katze. Die, die stand doch gerade hier in der Kamp. Dann soll sie duschen gehen. Ja, aber sie stand doch gerade hier. Na, ist auch egal, irgendwie. Falsch beim Händewaschen. So, wisch das mal auf. Ja, da auch noch. Blinky macht alles schmutzig. Ja, wir müssen aber dringend dann zum Tierarzt. Ja, wir gehen jetzt auch zum Tierarzt. Was ist denn das? Ach, der Fisch noch. Wir gucken, dass sie jetzt gleich zur Arbeit fährt. Geht. Da, guck mal, das passt doch noch gut. So, komm raus da.
Hör auf. Soll aufhören. So. So, ganz direkt losgehen. Heutige Post ist da. Rechnung 541. Was haben wir gemacht? Das ist die Katze, die guckt so viel Fernsehen. Ja. Post bekommen. Rechnung zahlen. Hm, viel zu teuer. Oh, wir haben ja 2134. Das passt. Ist zwar nicht schön, aber es passt. Lieber so, als wenn wir jetzt gerade Kinderzimmer gebaut hätten, keine Kohle mehr gehabt hätten. Das stimmt. So, dann können wir, jetzt müssen wir noch zum Tierarzt, das kostet auch wieder. Zur Tierklinik bringen. Gucken wir mal. Auf zum Onkel Doc. Ja, komm, fein. Dann es gibt nichts Schöneres als den Onkel Doc. Wo ist die Tierklinik denn? Salzige Pfoten. Ach, ist egal. Hier muss sie irgendwo gewesen sein, oder? Ich weiß es nicht. Selbe Square. Mittelpunkt der Stadt? Nein. Sable Square. Das ist ein Selbe Square, so gut. Ja. Hier, da, wo die Pfote ist. Also direkt nebenan. Ja, mehr oder weniger. Ja, die fliegen da jetzt hin. Ja, ja. Auf so einem Teppich. Ja, die kriegen es beide in rotes Cape an. Im Kettenmodus. Mit dem Mikrofon kannst du deine Comedy-Fähigkeit trainieren. Blinky zur Behandlung anmelden. Blinky zur Sterilisation anmelden. Oh. Komm mal mit. Ich habe Feines für dich. Oh, dir geht sowieso schon schlecht. Oh Gott. Wir können den Futter dafür füllen? Nein, das machen wir nicht. Oder machen wir das? Nein, das machen wir nicht. Was ist denn das? Spielzeug holen. Cool. Guck da. So. Tier untersuchen, auf Tierarzt warten. Tier untersuchen lassen, Behandlung erhalten. Ja, das machen wir mal. Es kommt bald ein Tierarzt zu dir, um dein krankes Tier zu untersuchen. Oh, wir können Tierobjekte kaufen. Cool. Alterungshappen. Alterungshappen? Nein. Die soll nicht altern. Verjüngungshappen. Stinkinator. Wir raten wirklich davon ab, deinem Tier dieses Mittel zu verabreichen. Es stinkt. Du stinkst, die ganze Welt stinkt. Das ist doch eher wie Baldrian für die Katzen. Super. Bah, das ist so eklig, das Zeug. Aber die Katzen lieben's. Ja. Zischender Zimtcracker. Wellnesshappen. Ein Mittel zur Steigerung des Wohlbefindens deines Tieres. Das ist ja ein Schnapper. Verjüngungshappen. Gucken erstmal, was uns der Tierarzt kostet. Sumpfwasser-Toffee. Hm. Köstlichkeit wird mit ungefiltertem Sumpfwasser hergestellt und ist eine Gaumenfreude für jedes Tier. Und Nebenwirkung hat sie auch. Toll. Oh, super. Ja, dann nix wie rein damit. Licht ausschalten. Oh, warte, oh, das machen wir. Wir haben ja Langeweile, wir müssen warten. Coole Sache. Ja. Mach rot, da brennt. Wo kann man hier? So. Achso, okay. Nee, volle Pulle rot. Ja, so. Die Fische müssen im Brand geraten. Wer hat ein lustiges Gespräch? So. Ja, mit dem Spielzeug hier. Achso. Achso, nee, der Gespräch, hast recht. Das war nicht wir, das machen auch wir jetzt nicht weg. Oder war das Blinky? Ich weiß nicht, ob das Blinky war. Saugt jetzt Blinky auch noch den Tierarzt an. Ich vorbeigehe, aber boah, von hinten damit. Ja, coole Sache, ne? Soll das so aussehen? Ist das so aufgeklebt? Oh, oder? Das irgendwas ist abgelaufen gewesen. Was ist abgelaufen gewesen? Das ist ja da oben so eine Aufgabe, die wir machen sollen. Ja, was sollen wir denn machen? Wir warten auf den Tierarzt. Weiß ich nicht, da oben steht doch noch mehr. Nee, unter dem auf den Tierarzt warten. Behandlung, nee, Tier untersuchen lassen. Ist das der Tierarzt? Nee, kommt doch, Tierarzt. Sind wir nicht haben wir es verpeilt? Ja, keine Ahnung. Haben wir es verpeilt? Ach, Mist. Haben wir es mit der Ollen gequatscht und deswegen den Termin verpasst, wa? Ja, das haben wir hier. Jetzt drängelt die sich vor. Ja, warte, wo ist Blinky denn? Ja, warte, ist Blinky da im Zimmer? Die wartet doch auf irgendwen.
Da ist doch Blinky drin. Geh mal dahin. Tatsache. Blinky ist schon im Zimmer. Blinky hat gehört, wir nicht. Ja, aber... Hab ich nicht verstanden. Haben nicht aufgepasst. Ja, was ist denn jetzt hier? Katze, untersuchen, weißt du? Intellektuelles Gespräch halten, was stand da gerade? Diskussion, ja, mit der Katze. Hallo, Katze, Arzt, Tierklinik? Kann man das, ich meine ja nur. Nochmal anmelden? Ach. Nee. Nee. Oh. Ja, was ist das denn jetzt? Wie lange muss man da denn da jetzt warten? Ist es der Hund erst noch dran, oder was? Nee, das ist ein zweites Behandlungszimmer. Das ist für Hunde und das ist für Katzen. Aber die ist beschäftigt, oder? Trinkt jetzt erstmal Kaffee, oder? Ja, vielleicht ist der andere Arzt zuständig. Das ist nicht die Ärztin hier. Ja, vielleicht ist sie da nicht für zuständig. Oh. Jetzt hat er sich hingesetzt. Ja, aber... Hier, Blinky. Untersuchen lassen. Wie kann ich denn? Ich kann mich nur vorstellen. Guck mal, auf den Tisch da vielleicht klicken? Da müssen wir vielleicht einfach warten. Ja, aber worauf? Weiß ich nicht, die kotzt da weiterhin. Blinky, komm, oh, trösten, Blinky. Ja, arm Blinky. Doch nicht durch die Wand, Junge, geh rüber. Bist du Copperfield oder was? Ja, feine Wand. Die redet mit sich selbst. Ich weiß auch noch nicht, was diese Fußspuren da sollen. Ich hab keine Ahnung. Hab ich nicht ganz verstanden. Hier passiert jetzt auch gar nichts, ne? Das ist doch jetzt... Aber wir können die auch nicht mehr anmelden. Nee, wahrscheinlich kommt jetzt einer. Oh, kommt sie zu uns. Guckt sie nach Blinky. Jetzt. Ja, ach nee, behandle die Katze. Nee, der Katze geht's nicht gut. Deswegen macht die das. Tierbesitzer-Patient, ja. Toll. Gib alles, Blinky, hau raus, was keine Miete zahlt. Ja, küss die Katze. Hört die jetzt mal was machen vielleicht? Wie oft soll ich mich noch vorstellen? Oh. Nee, sie findet das eklig. Ja, die soll die Katze behandeln. Aha, was macht die denn jetzt schon wieder? It's not a bug, it's a feature. Ist sie für Katzen zuständig? Ja, was weiß ich. Ja, doch, die... Nee, keine Ahnung. Ich denke schon. Sieht auf jeden Fall diese Pfoten auf sich drauf hier. Guck mal, das ist das Katzenbehandlungszimmer. Aber der hat das auch, oder sie? Ja, Tatsache. Er. Oh, jetzt nimmt der Blinky auf dem Arm. Jetzt kapieren wir das schon wieder nicht. Ja, irgendwas haben wir scheinbar verpasst oder falsch gemacht, aber man kann sie nicht mehr anmelden. Nimm's jetzt mal die Katze. Unterhalten sie sich. Vielleicht musst du mal oben draufklicken, wo die Pfeile so laufen. Ah, macht sie jetzt was? Jetzt macht sie was. Jetzt passiert was. Gott, Blinky wird noch gerettet. Sie war schon kurz vorm Abnippeln. Arme Katze, erstmal eine halbe Stunde lang überall hinmachen lassen, weißt du? Die sich auch noch aufregen darüber. Oh, was stinkt das hier? Ja, die ist krank. Genau, guck mal mit einer Lupe. Kannst du Fliegen besser sehen. Guck mal, da hüpft es. Das ist Fliegen. Nee, das hüpft doch von dem Hund. Ach so, ja, das meinst du. Ja, stimmt. Okay. Basisbehandlung. Was sind... Diagnose für Blinky lautet... Projektil? Repugnitis? Welche Behandlungsoption bevorzugst du? Basisbehandlung für 150. Heile dein Tier mit effektiven, aber ein wenig unangenehmen Behandlungsmethoden. Genau das Richtige für Blinky. Oder die teure Behandlung für 750. Scheue keine Unkosten und heile dein Tier mit der besten Medizin. Ja, wir nehmen die beste. Nur das Beste für Blinky. Und haut die wieder ab. Oh. 750 mehr als das wird. Nee, da haben wir. Das ist. Blinky, hast du uns dann vielleicht? Ja, aber ja, dann haben wir fast noch die Hälfte der Kohle. Ja, aber die kommt doch wieder und hat Geld verdient. Blinky. Nee, die alte.
Ach, jetzt habe ich die Basis angeklickt. Ich wollte eigentlich die... Ach ja, natürlich. Jetzt aus Versehen. Ich wollte die andere Behandlung nehmen. Ups. Tatsache. Das war jetzt keine Absicht. Aber sieht doch schön aus. Guck mal, guck mich mal an, Blinky. Komm. Blinky will dich nicht angucken. Blinky sieht sauer. Ja. Wenigstens ja, scheint es der Katze wieder gut zu gehen. Wir gehen nach Hause. Wenigstens das klappt. Wir lassen Blinky einfach da. Blinky da kommt wird nach. Er ist sie in bester Obhut. Und außerdem, wenn sie nochmal brechen muss, dann kann sie hinterher putzen. Ach nee, er. Es ist er. Ach, jetzt ist sie beim Hund. Oh, warum fühlt er sich unwohl? Der seibert so ein bisschen, guck mal. Ach so, du meinst er. Entschuldigung. Ich dachte, du meinst den Hund. Wo ist er? Ist er schon? Aha. Ah.